Ich mache mal hier einen gänzlich Speicherpunkt. So einen richtigen, nicht nur einen Schnellspeicher, den ich dann so schnell überspeichere. Wir sind bereit, sobald ihr es auch. Ich weiß. Fangen wir an. Nun gut. Wer geht ins Nichts? Schicken wir Jovan rein. Was? Ich? Seid ihr sicher? Ein Blutmagier, der im Nichts auf einen Dämon trifft. Was ist, wenn er ihn übernimmt? Das ist Jovans Chance, sich reinzuwaschen. Ihr seid zu schnell zu vertrauen, Sammy. Aber ich werde tun, was ihr verlangt. Ich gebe mein Bestes. Versprochen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Eigentlich hätte ich bei der Auswahl auch Morrigan schicken können, aber Jovan scheint eine gute Option zu sein. Na, mal gucken. Ist da jemand? Hallo! Gesegnet sei, auf wem des Erbauers Auge ruht. Wer bist denn du? Ihr da. Habt ihr meinen Sohn gesehen? Ich kann ihn hören, aber ich finde ihn nicht. In diesem Nebel gehe ich ständig im Kreis. Versuchen, zum Aal durchzudringen. Aal Eamon, erkennt ihr mich? Du? Verräter! Das heißt wohl ja. Bleib weg von meinem Sohn! Bleib weg! Connor, wir müssen fliehen! Wo bist du? Okay. Gehen wir hier durch. Wo auch immer wir hier genau hinkommen. So. Hallo, Connor! Wer bist du? Hast du Vater so krank gemacht? Sag es mir! Nett sein, fragen, wo der Dämon ist oder angreifen. Nett sein. Hallo, Connor. Ich bin hier, um deinem Vater zu helfen. Nein! Du willst Vater wehtun! Das lasse ich nicht zu! Ach, so eine Schnuckelpuppe. Eine Möchtegern-Sucke, wo es die keine ist. So, was kannst du denn? Blutmagie. Ja, verwende mal. Boah, es hätte gut geklappt. Arkaner Schild. Irgendein Geschoss. Lebensentzug können wir machen. Todesmagie. Also das mit X, das war wohl nix. Blitzdings. Okay. Soweit so abartig. So, haben wir es jetzt erledigt oder wie ist das? Ich hoffe doch. Ich hoffe, das war so einfach. Wahrscheinlich nicht. Aber gerne. Sind wir jetzt wieder zurück? Du! Du machst Vater so krank! Ach, jetzt bin ich wieder schuld. Ich helfe ihm. Und du hinterst mich nicht daran. Ah, also ist hier nicht Aal Eamon. Okay, guten Tag, Connor. Weil ich es kann. Wir müssen nicht kämpfen. Ich will nur Connor und Aal Eamon retten. Mit dir rede ich nicht. Eindringling, ich vertreibe dich. Oh Gott. Da kommt ja noch einer dazu. Muss ja nicht sein. Oh. Ja, mach mal hier ein bisschen Lebensentzug. Damit ich das hier auch überlebe. Okay. Sollen wir wahrscheinlich wieder durch. Immer diese ganzen Reisen ins Nichts hier. Da sind wir ja so selten. So, nun? Hey, Connor! Hey, lange nicht gesehen! Hey, listen, hey! Vater wandert ziellos herum und sucht mich. Gefangen in meinem Netz. Alles ist genau so, wie es sein sollte. Warum mischst du dich ein? Mit dem Wesen argumentieren. Alles endet. Sie werden dich niemals damit durchkommen lassen. Connor hat sie eingeladen und eine Abmachung getroffen. Sie hat das Recht, mit ihm zu machen, was sie will. Nein, du solltest jetzt gehen. Beharre nicht, sonst wird dir Schlimmes widerfahren. Gut, dann mache ich so weiter. Oh, da ist ja noch so ein Viech.
Damit es auch nicht langweilig wird hier, oder was? Oh shit. Kacke! Ah! Letzten Spielstand laden. Ist natürlich toll, wenn du wirklich so viel Schaden kriegst, dass du einfach umkippst. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Aha, okay, gut. Dann machen wir nochmal schnell hier das Gespräch im Schnelldurchlauf. Habt ihr meinen Sohn gesehen? Ja, ja. Hab ich. Ich bin Verräter und sowas, kennt man ja. Gut, müssen wir halt nochmal schnell hier durch die Passagen durch. Und dann speichern wir dann nach der nächsten Begegnung mal ab. Ja, ich bin's. Nett sein. Wir tun mal so, als wären wir voll der Nette. So. Okay. Dann auf zum nächsten. Ja, das wissen wir. Ich mache ihn krank. Ich mache so viele Leute krank. Das glaubst du gar nicht. Hier. So, zusehen, dass wir das hier alles fertig kriegen. Oh. So viel dazu. Und auch noch Steinrüstung. Also, was sollte ich vielleicht gleich mal buffen? Was macht hier Steinfaust? Okay. Im Prinzip macht er Schaden. Das klingt nicht verkehrt. So, einmal hier durch. Hallo? Wird erledigt. Ja, anscheinend nicht. Jetzt. Jetzt geht er durch. So, hier speichere ich mal ab. Und dann gehen wir weiter. Hallo. Ich weiß. So, das ist jetzt die Stelle, an der wir vorher verreckt sind. So, mach mal hier Steinfaust. Steinrüstung. Nochmal zupieksen hier. Schon sieht das alles ein bisschen anders aus. War ja auch nur ein bisschen knapp. Ich speichere. So, und wie oft müssen wir das jetzt noch machen? Ah, okay, er speichert von selber. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Hallo, Dämon. Also gut, keine Illusionen mehr. Wir stehen uns Auge in Auge gegenüber. Ihr seht meine wahre Form und seid auf meinem Besitz. Hier ist meine Macht am größten. Und dennoch will ich mich nicht mit euch messen. Wenn ihr vernünftig seid, haltet ihr das genauso. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wir sollten stattdessen reden. Wir reden mit dem Dämon. Ich habe die Chance zur Abwechslung einmal etwas Gutes zu tun. Und die werde ich nutzen. Ach, wie traurig. Nun denn. Wenn ihr den Kampf wünscht, sollt ihr ihn haben. Zeigt, ob eure Macht mit eurer Kühnheit mithalten kann, Kreatur. Na, kriege ich doch hin. Achso. Ziel anvisieren wäre nicht so verkehrt. Was? Da leuchtet eine nicht. Geistschlag hat ging nicht gut aus. Lebenskraftanzug hat auch nicht gut funktioniert. Oh Gott. Da. Ach komm. Wir haben's. Dämon down, Dämon down.
Aber die Mutter lebt, der Sohn lebt. Und Ben Tegan geht es auch ganz gut. Musik dazu, ne? Großartig. Es ist also vorüber. Connor ist wieder er selbst. Er scheint sich an nichts zu erinnern, was ein Segen ist. Wir werden ihn wohl nach dem Krieg zum Turm des Zirkels der Magie schicken müssen. Zur Ausbildung. Ein seltsamer Gedanke, sich den Jungen als Magier vorzustellen. Eamon hat viel zu betrauern und wieder aufzubauen, so er sich erholt. Aber zumindest kann er dankbar sein, dass Sohn und Gattin wohlauf sind. Ich schulde euch meinen tiefsten Dank. Ich hatte schon... kaum zu glauben, dass Connor wieder der Junge ist, der er vorher war. Da ist immer noch die Sache mit Jarwin. Ihr habt ihm vertraut und er hat Connors Leben gerettet. Was soll ich davon halten? Wir halten ihn fest und Eamon soll über ihn richten. Erholt er sich nicht, ist Jarwins Schicksal besiegelt. Wie denkt ihr darüber? Warum wollt ihr meine Meinung hören? Ihr sprach doch mit ihm, oder nicht? Ihr wisst besser als ich, was er getan hat. Ich würde ihn freilassen. Freilassen? Seid ihr verrückt? Warum würdet ihr das tun? Er hat euren Sohn gerettet. Ich stimme mit Isolde überein. Er ist ein Malefiker. Selbst wenn ich seine Untaten übersehe, kann ich ihn nicht einfach auf die Leute loslassen. Er hat immerhin sein Leben riskiert, um Connor zu retten. Ihr mögt recht haben, aber das ist Eamons Entscheidung, nicht meine. Tut mir leid. Jarwin bleibt vorläufig im Kerker. Unsere Aufgabe ist noch nicht beendet. Der Dämon hat das Leben meines Bruders verschont. Nur liegt er jetzt im Koma und wir können ihn nicht wecken. Die Urne. Die Urne der heiligen Asche wird Eamon retten. Dann müssen wir die Urne suchen. Ich werde diese Urne suchen. Danke für eure Bereitschaft, bei der Genesung meines Gatten zu helfen. Geht zu Bruder Ginny Tivi, den Scholar in Denerim. Er versucht schon seit einigen Jahren, die Urne zu finden. Die zurückgekehrten Ritter sagen, sie hätten Ginny Tivi nicht gefunden, aber... vielleicht führt euch ja der Erbauer zu ihm. Ich muss in die Halle und den Wiederaufbau veranlassen. Viel Glück. Der Erbauer sei mit euch. Okay, neue Quest. Die Suche nach der Urne der heiligen Asche. Okay. Ich habe irgendeinen erhaltenen Gegenstand. Aber was genau? Ich habe keine Ahnung. Ist für mich jetzt nicht wirklich ersichtlich. Gut. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch so haben. Da haben wir Connor. Hi. Du. Hast du mich gerettet? Das war Jovan. Wirklich? Das wusste ich nicht. Hoffentlich erholt sich Vater bald. Das wird er doch. Wenn ich die Urne gefunden habe, dann. Okay, sonst haben die aber auch hier nichts. Erspeichert. Das ist jetzt ein gutes oder ein schlechtes Omen? Ich weiß es nicht. Was haben wir hier? Eine Tür? Du hast einen Schlüssel verwendet. Das sollte kein Problem sein. Mit Schlüssel verwenden erstmal 50 Erfahrungspunkte bekommen. Das ist toll. Ich wusste gar nicht, dass ich hierfür jetzt einen Schlüssel habe. Ein Waffenständer. Mit jede Menge Zeug. Aus rotem Stahl und hast du nicht gesehen. Nehmen wir einfach mal mit. Ja, die Axt könnte Stan bekommen. Damezeug. Wir nehmen erstmal alles mit, was wir kriegen können, ja? Das ist so viel Equipment hier, wenn ich das hier jetzt hier richtig deute. Da können wir erstmal die Leute hier richtig ausstatten. Das ist ja... wow, ist ja toll, ist das. Stillleben im Silberrahmen. Ein Geschenk. Das können wir mal gleich gucken hier, ob das hier jemand haben möchte.